Hallo liebe Gamer und diese, die es noch werden wollen. Heute in meinem Tutorial, es ist das siebte Tutorial, also die magische 7, geht es ums Thema Job-Equipment und wie ihr es craftet. Ja, ihr wisst ja, in meinen letzten Tutorials habe ich schon sau viel zu diesem Job-Equipment erzählt. Und naja, bisher habt ihr euch vielleicht gedacht, ah, der alte Sack labert wieder und labert wieder und labert wieder. Ihr könnt es wahrscheinlich schon lange nicht mehr hören. Deswegen dachte ich mir jetzt, der Tutorial-Char ist jetzt vom Job-Level über Level 20. Er kann also die erste Rüstung tragen. Und im letzten Video haben wir den Trade gemacht, wodurch wir hier diese 80 Blackstones bekommen haben. Da dachte ich mir, komm, zeige ich es euch mal, wie das Ganze überhaupt vonstatten geht. Ja, zu diesem Zweck habe ich mir jetzt von einem Hunter noch 80 Bluestones besorgt, weil diese braucht ihr ja von beiden Seiten. Also einmal vom Thief, einmal vom Hunter, diese Stones. Beide bekommen sie auf demselben Weg, also durch das Traden an sich. Gut, dann müsst ihr diese erstmal zusammen craften. Dazu geht ihr hier auf Craft Shining Stones, Shining Stone Recipe und drückt unten auf Craft. Dort fügt ihr jetzt einmal die Blue Stones und einmal die Black Stones. Ganz einfach, indem ihr die Alt-Taste drückt und mit der linken Maustaste einmal auf das Item drückt. Und drückt hier auf Craft All. Jetzt bekommt ihr daraus Random Shining Stones. Hier ist jetzt ein Shining Stone Lowest Quality, sogar noch ein zweiter direkt hinterher und ein dritter. Die gibt es gibt's halt am meisten daraus. Low Quality, das ist die nächste Stufe. Das ist immer für eine andere Levelstufe an Rüstung gedacht. Level 20 brauchen wir jetzt natürlich die Lowest. Jetzt haben wir schon 5 Low, mit denen können wir im Moment halt noch nichts anfangen. Aber wir haben ja noch ein paar Steine über. Jetzt haben wir hier auch einen High Quality Shining Stone. Also es gibt sie in den Stufen Lowest, Level 20. Low ist für Level 50. Medium Level 80. High Quality Level 100 und Highest 120. Die Highest sind, wie man sich denken kann, die seltensten, sind auf dem Server auch noch nicht so relevant, weil der Server geht nur bis Level 100. Wir haben es allerdings auch noch nicht ausprobiert, ob man das Job-Level auch wirklich über das persönliche Level hinauskriegen kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nicht funktioniert. Bis dahin, bis wir das herausfinden können, wird es noch dauern. Ich meine, das Job-Level überhaupt auf Level 100 zu bekommen, ist schon mal recht schwierig. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Stones. Jetzt machen wir das gleiche mit den restlichen 50. Das ganze Job-Equipment zu machen, das dauert nicht nur lange, es braucht auch leider viel Platz. Sowohl Inventory wie auch im Storage. Da ihr ja erstmal das, was ihr jetzt über habt, was ihr für euer Level noch nicht gebrauchen könnt, erstmal in Storage packen könnt. Und naja, es gibt halt, das kann ich euch gerade schon mal zeigen, für wirklich alles, was ihr auch hier als normales Teil habt, gibt es hier ein dementsprechendes Job-Equipment-Part, außer dem Schild. Ihr habt hier die Ringe, die Earrings, Necklace und die ganz normale Rüstung und eine Waffe, die euch halt noch ein bisschen Stärke dazu gibt. Es gibt auch von jedem auf jedem Level unterschiedliche Job-Rüstungsteile, also mit unterschiedlicher Stärke. Aber das werdet ihr gleich wahrscheinlich noch sehen, weil ich gehe mal davon aus, dass wir auch heute mehrmals dieselben Teile haben werden. Das ist halt üblich dafür. So.
Jetzt labere ich mal wieder so schnell, dass natürlich auch alles länger braucht im Spiel, wie dass ich zu reden habe. Was dann mal wieder für ein paar längere Pausen ja, verantwortlich ist. So, noch 14 Stück, dann haben wir es geschafft. Wir haben jetzt auch schon 24 Lowest Quality Stones, Shining Stones. Dementsprechend Highest haben wir hier gerade mal 4 raus. Also das zeigt auch, wie das Verhältnis von den Lowest und Low zu den High und Highest sind. Also es ist wirklich in dem Fall krass selten. Und man muss am Ende wirklich eine Menge traden, um diese Shining Stones überhaupt zusammenzukriegen. Gut, das haben wir schon mal fertig. Jetzt legen wir einfach schon mal die Shining Stones, die wir nicht brauchen, in den Storage ab. So, ein bisschen Geschwindigkeit hinzugeben. Ich habe mir ja auch schon mal vorgesorgt, sollten die Shining Stones hier nicht ausreichen, habe ich mir noch ein paar Lowest Shining Stones ja, organisiert von einem anderen. Beziehungsweise die Lowest Shining Stones bekommt man sogar schon relativ günstig, dadurch, dass er halt überhaupt nicht selten sind. In einem Storage. Aber natürlich habt ihr bis Level 70 im Normalfall kein Gold. Es gibt auch noch Möglichkeiten, vor Level 70 an Gold zu kommen. Die werde ich euch aber an entsprechender Stelle dann zeigen. Gut, jetzt haben wir noch diese 40 Tickets bekommen. Was ihr damit macht, ihr geht hier zu Magic Pop Guide Gori. Der kann nämlich noch mehr machen, wie nur diese Magic Pop Sachen exchangen. Und klickt hier oben auf Exchange Tickets. Exchange All Tickets. Zack. Jetzt habt ihr das ganze Inventar voll mit irgendeinem Blödsinn. Ihr seht jetzt hier, also erstmal, das sind jetzt diese Tickets, die ihr später zu Job Equipment umformt. Ihr seht jetzt hier erstmal den Namen oben und dann dahinter in Klammern tief stehen. Als tief könnt ihr mit den Tickets auch wirklich nur Tiefrüstungsteile bekommen und als Hunter nur Hunterteile. Das ist schon mal so weit von Vorteil, dass ihr wirklich für die für euch wichtigen Sachen direkt hier machen könnt mit den Tickets und nicht nur hoffen müsst, kommt jetzt Hunter raus, kommt jetzt tief raus und ja, im Zweifel immer gegen einen, also seid ihr tief, würdet ihr wahrscheinlich fast nur Hunter kriegen. Das wäre typisch für Silk Road. Aber naja, das haben sie wenigstens so passend gemacht. Dann seht ihr hier Sort of Item, Production Material, also Produktionsmaterialien, eben halt für diese Rüstung. Und in dem Text ist in erster Linie jetzt erstmal wichtig, also steht auch drin, was bei rauskommt, also Accessory Earring. Wichtig ist aber erstmal Low Quality, steht hier jetzt drin. Und deswegen suchen wir jetzt hier diese mit Lowest Quality erstmal. Das heißt, wir gucken erstmal, was wir von den anderen Sachen auch übereinander packen können. Wo zweimal die gleichen Sachen zum Beispiel sind, dass wir schon mal ein bisschen mehr Platz haben. Hier haben wir zum Beispiel Great Mountain Defense Technic Bundle B. Das habe ich gerade schon mal irgendwo gelesen. Moment. Hier. So. Haben wir schon mal zwei übereinander. Ich glaube, das war's so ziemlich.
Gut, dann packen wir den Rest schon mal alles in den Storage. Das ist jetzt Low. Diese hier sind Medium. Irgendwann erkennt man es auch schon direkt an den Bildern. Low, Low. High Quality, Medium. Hier haben wir sogar ein Highest. Medium, Medium. Und nochmal High Quality. So, das sind jetzt die, die wir gleich benutzen können. Sortieren wir die gerade mal so ein bisschen. Wichtig ist halt auch hierbei den Überblick zu behalten. Sonst geht einem das schon ganz schnell auf die Nerven. Oh, hier habe ich zum Beispiel zwei Ringe. Destiny Concentrated. Gut, die restlichen habe ich nicht doppelt. Gut, dann machen wir weiter. Wir haben ja noch 20 Tickets. So. Adamantium. Das war das letzte von denen, ja. Gut, Necklace, das ist auch schon mal ganz gut. Lower Body, hatten wir auch noch nicht. Caravan Protection, hatten wir das schon? Nein. Comet Techno. Nö, Destiny Defense, das hatten wir doch schon mal, glaube ich. Ja, hier. So. Spirit Emperor. Dragonic. Oh, Dragonic Word haben wir zweimal, das passt schon mal. Energy of Wall. Nee, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, haben wir die noch nicht. Zumindest Guardian, Guardian. Nein. Emperor habe ich, glaube ich, gerade auch nicht gesehen. Das haben wir auch noch nicht. Metal Shock. Ja, das hatten wir schon mal. Metal Heal meine ich auch. Yep. Metal Joint. Nö, den hatten wir noch nicht. Energy of Wild. Yep. Energy of Iron Wall. Ne, den hatten wir auch noch nicht. Gut, und 6 Tickets haben wir noch, dann sind wir gleich schon mal durch. So, was haben wir jetzt hier? Combat. Das war, glaube ich, das letzte, was wir eben hatten, genau. Noch ein Necklace. Necklace dort. Concentrated Defense. Da. Caravan. Da. Gut, und die beiden kommen wieder ins Storage. Dämmen habe ich auch noch nicht, okay. Gut. Soweit schon mal dazu. Danach haben wir jetzt einmal hier diese Lowest Shining Stones und hier dieses Production Material. Dann gehen wir wieder in Craft. Shining Stones können wir hier schon mal schließen. Gut, fangen wir an. Was haben wir hier? Combat Taken. Das ist ein Attack Essence. Assistance, Entschuldigung. Das ist eine Hunterwaffe. Wir haben die Lowest Quality. Gut, drücken das rein, wie... Ja? Nee? Moment, Combat Technical. Oh, ich bin auf Hunter gegangen. Entschuldigt diesen Fehler. Es ist natürlich eine Tiefwaffe. Macht der Gewohnheit, da ich ja normalerweise Hunter spiele. Jetzt aber. Das drücken wir rein, wie auch eben mit den Bluestone und Blackstones. Und craften das. So. Hier ist unser Item. Das ist jetzt natürlich Pech.
Dies ist jetzt ein Item für Magical Attack Power. Bringt uns jetzt herzlich wenig. Ich kann es trotzdem einfach mal anziehen, damit ihr seht, wo es dann ist. Also man sieht das Shop-Equipment nicht bei einem. Man kann es nur so anziehen und hat halt diese Power dazu. Ja, das ist jetzt schade. Das Ganze hat uns jetzt einiges an, ja, 10 an diesen Shining Stones gekostet, ist aber leider Magic. Pech. So, was haben wir jetzt als nächstes? Machen wir doch erstmal den Earring, die Accessories hier. Lowest Quality Earring Craft. Wo hatte ich ihn da? So, dafür brauchen wir jetzt 3 Shining Stones. Zack, was haben wir hier? Physical Absorption 0,6. Erstmal das Craft-Fenster schließen. So, das hat jetzt 0,6 dazu. Was haben die hier? Ja, also im Grunde Earrings waren's ungefähr 0, nee, das heißt ungefähr 9% von dem, ne? Wenn ich jetzt grob über den Daumen gepeilt. Ach, jetzt schließe ich natürlich das Craft-Window wieder. Was haben wir noch? Wir hatten hier noch das Necklace. Wie gesagt, wenn ihr alle Sachen so weit zusammen habt, ist es wie wenn ihr ein ganzes Rüstungsteil schon mal mehr tragt. Es ist halt alles nur eine Hilfe dazu und nicht jetzt irgendwie, dass ihr overpowered seid und danach nichts mehr an Schaden bekommt. Es hilft einfach nur. So, hier war Magical Absorption 0,6 und Physical Absorption 0,6. Ja, jetzt ist halt die Frage, nehmen wir jetzt Physical oder Magical? Ich überlege gerade, die meisten Mobs, die ich jetzt antreffe in dem Level, machen mir physischen Schaden. Ich habe zwar eine hohe physische Defense dadurch, dass ich ein Strong Char bin, aber dennoch bisschen mehr schade nicht. Gut. Was haben wir dann noch? Hier oben waren da noch irgendwo die Ringe, genau. Dann sind wir auch durch mit den Accessories. Shining Stones hier gehen bald zur Neige. Gut, dass ich noch ein paar extra geholt habe. So, was haben wir jetzt hier? Moment, erstmal das Fenster wieder schließen. Physical Absorption und Physical Absorption zweimal. So, wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, das sind jetzt alles Physical Absorption. Sind das zusammen schon mal 1,2? Und nochmal 0,8, das sind also 2 Punkte Physical Absorption mehr. Also im Grunde ja, nicht ganz eins von diesen Accessories, die wir jetzt tragen können. Man muss dazu sagen, wir tragen ja jetzt hier in Silkwood Air immer schon direkt Seal of Star. Aber es hilft trotzdem schon mal einiges. Gut, was haben wir als nächstes? Ein Teil kann ich noch craften. Nehmen wir mal das hier. Das ist Shoulder Protection. Tief. Yes, hier, also da. Die heißen hier also Lowest Quality Silk Dress Recipe. Das ist für Shoulders.
Und es reicht noch genau für ein Item. Passt doch. Was haben wir jetzt hier? Physical, 0,8 physische Defense Power Increase. So, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal mir ein paar Lowest Quality Stones organisiert. So, das Necklace. Ach, Moment. Das packe ich mal auf Seite 3, das fertige Necklace. Nur mal wieder das Craft. Ah, jetzt haben wir Lower Body Block. Das haben wir schon mal hier. So, Physical Defense Power 1,2 Increase. Das sind dann die Job Legs. Irgendwie bekomme ich hier heute auch nur fast nur Physical Defense und dann ausgerechnet Magical Attack. Das Game mag mich halt. Ich muss gerade mal gucken, damit wir auf jeden Fall alles mal durch haben, nehme ich jetzt erstmal nur eins von jedem. Was haben wir hier? Head. Concentrated, ja. Craften wir nur noch eins davon. Also hier könnt ihr auch eine Zahl gezielt einstellen, wie viele ihr craften wollt. Physical Defense Power 1,0 Increase. Und es lohnt auch, die Sachen 5x, 6x, 7x hintereinander zu craften, ein und dasselbe. Da ihr auch hier wie bei normalem Equipment unterschiedliche Werte haben könnt. Leider habe ich bis jetzt noch kein Common Item. Ich hoffe, das kommt noch. Sehen wir gleich. So. Dann haben wir hier das hier. Auch wieder eins craften. Magical Defense Power 1,1. So, was haben wir jetzt noch? Upper Body Caravan. Ah, ja. Das ist die Chest. Magical Defense Power 2,5 Increase. So, und dann bleiben ja nur noch die Schuhe. Great Mountain. Great Mountain Schuhe. Ach da, Schuhe. Magical 1,6. So, jetzt können wir noch drei Sachen machen. Ich probiere noch mal eins auf die Chest. Physical Defense Power 1,9. Was hatten wir bisher? Magical Defense Power 2,5. Gute Frage, was er nimmt.
Hier an diesem veränderten Symbol, also ihr seht ja, hier die hier sind alle, hier haben wir auch schon so eins, die sind alle solche Schriftrollen. Und das hier sind dann ganze Bücher, also da sieht man auch wieder, dass es verschiedene Stufen davon gibt. Also wenn ihr jetzt Physical Defense Power als so eine Schriftrolle hättet, dann wären das normalerweise um einiges weniger. Und hier das hier ist halt dann die nächste Stufe. Ich nehme mal die Physical Power. So. Was hatten wir hier jetzt noch? Destiny Defense, das müsste dann... Moment, wo hatten wir es? Adamanti Destiny Defense hier. Probieren wir davon auch noch einen zweiten. Ja, 0,9 Physical Defense, auch als ein solches Buch. Das war Hands. Genau. Magical. Achso, ich habe wieder Physical. Wie gesagt, die meisten Mobs, auf die ich stoße in nächster Zeit, sind Physical, also nehmen wir erstmal Physical. Und jetzt können wir uns entscheiden. Also wir haben jetzt hier noch einmal den. Das war Head, ne? Und. Ne, das war Head und das hier war. Was auch immer gerade. Ach, Schuss. Ich nehme mal den Head. Da ist er. Und die letzten 5 Shining Stones sind damit weg. Und was haben wir hier? 1,8 Magical. Hier hätten wir 1,0 Physical. Wie gesagt, wir bleiben auf Physical, also war's das. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an Defense mehr, wenn man bedenkt, in welchem Level wir uns hier noch bewegen. Klar, die Level 20er Rüstung, wenn ihr Level 60 oder sowas seid, bringt es euch nicht mehr so viel. Weil dafür sind es halt noch sehr niedrige Werte, aber auf dem Level hier ist es schon mal einiges. Was uns jetzt natürlich gar nichts bringt, ist die Magical Attack Power hier. Als reiner Stranger bringt uns das einfach nichts. Aber hier mit den Absorption, 2 Punkte Absorption mehr, finde ich, ist schon mal einiges. Und auch hier, wenn man das so mal zusammenrechnet, das sind... ungefähr 6 Physical Attack, Defense Power mehr und nochmal 1,6 Magical. Wenn wir uns mal die Werte hier angucken, wir haben jetzt insgesamt gerade mal 129 Physical Defense Power. Jetzt setzen die mal runter. So, 122. Bei meinem Kurzzeitgedächtnis konnte ich mir jetzt gerade gar nicht mehr merken. Ach, 129 hatten wir vorher. Also man sieht da schon allein an den Werten, dass es einiges ausmacht. Gut. Das war's zumindest schon mal vorerst für die zum Thema Job Equipment. Hier habt ihr schon mal einen Überblick, wie ihr die überhaupt craftet. Ich habe euch ja erzählt, man kann auch Blues drauf machen. Das werde ich allerdings erst um einiges später machen, weil ich habe euch ja auch erklärt,
dass ich das auf die Low-Rüstung eh nicht mache, weil ich es da für relativ sinnlos halte, weil man die zu schnell auch wieder ablegt. Das werde ich euch dann halt in einem späteren Tutorial zeigen. Und ja, dann viel Spaß beim Craften. Bis zum nächsten Mal.